Bruder, du siehst aus wie ein Mexikaner at Inman. I am Mexican, Bro. Actually. Es ist günstig, draußen zu essen. Ich gehe mal in meine Sparkassen-App. Überall rote Zahlen, Digga. Ich hätte lieber doch nicht reingehen sollen. 24 Stunden durchzockst dann. Und genau so ist es hier. Jeden Tag Sonne. Jeden Tag Beachclubs. Jeden Tag geile Frauen. Jeden Tag kannst du machen, was du möchtest. So, ne? Du hast Möglichkeiten in alle Richtungen. Man kann sich hier so schnell verlieren. Sind die Kartelle gefährlich gegenüber Touristen? Ja, nicht gefährlich, Bruder, sondern einfach halt. Was heißt gefährlich? Es sind halt Menschen, Menschen, die zu viel mit Drogen zu tun haben, so Koks, Moks, Gewalt, Tod, dies, das, bla bla bla, sind Menschen, von denen ich mich am liebsten fernhalte, so, weißt du? Weil Menschen, die mit so vielen negativen Sachen Devil Shit zu tun haben, die haben auch meistens viel negativen Scheiß in sich, so, weißt du? Und deswegen können immer. Wenn du mit zu viel mit solchen Menschen unterwegs bist oder dich da zu krass rein involvierst, beschissene Dinge passieren jetzt. Egal auf was bezogen. Ob es jetzt auch nur Leute sind in eurem Dorf, Digga. Machen wir es mal klein auf Deutschland. In irgendeinem Dorf, Bruder. Im Dorf kann auch krass sein. Ich weiß das, Bro. Dorf kann auch krass sein. Und selbst Leute in eurem Dorf, die zu viel Scheiße bauen, die zu viel mit Drogen, zu viel negativ, zu viel Teufel, so. Sage ich auch, Bro, wenn du mit denen bist, können Sachen passieren. Das muss dir halt bewusst sein, einfach so. Wenn du dich zu viel mit so einem Scheiß umgibst und zu viel da auch selber eigene Energie reinsteckst, so wie du in den Wald hineinrufst, so kommst du auch wieder zurück am Ende, weißt du? Bruder, du siehst aus wie ein Mexikaner at Inman. I am Mexican, Bro, actually. Weißt du, wie ich meine? Ich bin jetzt hier, Bruder. Und ich bin auch so, ich versuche immer mehr Connections mit den Mexikanern so aufzubauen, weißt du? Mit denen zu reden, Dicker, mir Zeit zu nehmen, denen Hallo zu sagen, wenn ich denen auf der Straße begegne und so. Ich will, dass die merken, dass ich die liebe, Dicker. Weil die sind geil, Bro. Ich mag Mexikaner wirklich. Und ich feiere das nicht, wie manchmal Amis und so über die denken und reden und so, weißt du? Fühle ich nicht, Bro. Ist es günstig, draußen zu essen? Relativ. Relativ. Guck mal. Ich gehe mal in meine Sparkassen-App. Überall rote Zahlen, Digga. Ich hätte lieber doch nicht reingehen sollen. So. Nein, Bro, geht eigentlich. Du zahlst so für eine große Pasta mit Brot, zwei Portionen Pasta mit Brot, trinken 20 Euro oder so. Du kannst aber auch günstiger essen. Das ist am Beach, direkt am Beach. Du kannst aber auch günstiger essen. Aber ich sag dir ehrlich, kochen ist geiler hier. Wenn ich einkaufen gehe, ich gehe fast jeden Tag einkaufen, ich hole mir Brötchen, ich hole mir Früchte, ich hole mir Pasta, ich hole mir Soße für Pasta, bisschen Salatsoßen und so. Und wenn ich das mache, zahle ich voll wenig Geld, Bro. Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen jeden Tag Pasta gegessen. Ist zwar jetzt nicht so geil für die Abwechslung, aber ich bin auch so ein Pasta-Fanatiker. Ich habe jeden Tag Pasta gegessen, wirklich jetzt, ne? 2 Wochen, 14 Tage lang jeden Tag Pasta. Und ein Smoothie gemacht und dann abends ein Brötchen gemacht. Manchmal habe ich mir noch eine kleine Suppe bestellt oder so. Da zahlst du dann wirklich gar nicht. 100 Peso. Zahlst du 3, 4, 5 Euro für eine Suppe. So. Das geht schon. Also du kannst hier echt. Du musst halt auch achten. Du darfst dich halt hier nicht verlieren. Man kann sich hier extrem. Man kann sich hier extrem verlieren, Bruder. Weißt du, wie ich meine so? Man kann sich hier extrem verlieren, Bro. Es ist wie so ein Casino teilweise. Kennt ihr das? Du kommst in ein Casino rein, du hast keine Uhr, du hast kein Zeitgefühl, keine Sonne, die aufgeht oder so. Immer konstant gleiches Licht, gleicher Sound, sodass du einfach irgendwann vergisst, wo du bist, Bruder. Und jeden Tag oder 24 Stunden durchzockst dann. Und genau so ist es hier mit Wochenende, Party, Frauen, Drogen, Alkohol, jeden Tag Sonne, jeden Tag Beachclubs, jeden Tag geile Frauen, jeden Tag kannst du machen, was du möchtest, so, ne? Du hast Möglichkeiten in alle Richtungen. Man kann sich hier so schnell verlieren. Ich bin so dankbar, dass dieses Ding in meinen Kopf gekommen bin, dass ich versuche, tagsüber nichts zu essen, so mit diesem Fasten und dann auch so auf ein paar andere Dinge zu achten, was die Muslime so machen, so. Weil das hat mir extrem geholfen, mich da auch rauszuziehen, weißt du, wie ich meine, so. Weil es ist nicht einfach, diesen ganzen Versuchungen hier zu widerstehen. Es war in Berlin im Sommer schon nicht einfach, ne.
Aber hier in Mexiko ist es noch schwieriger. Aber ich werde es hinkriegen. Weil ich habe ein Ziel, Digga. Ich habe einen Traum. Und da muss ich hin. Jawohl, genau mein Ding. Kann es kaum abwarten. Sind 13 Beste. Warum bietest du eigentlich kein Online-Coaching an? Zu viel Aufwand? Fragezeichen. Nö. Keine Ahnung, bin ich jetzt. Bin ich, Bro, es gibt so, es sind so viele Sachen. Am liebsten würde ich gerne alles machen, aber ich krieg's nicht hin, Digga. So, um ehrlich zu sein, ich krieg's nicht hin, Bruder. Das ist zu viel. Kannst du dir vorstellen, ganz normal arbeiten zu gehen in Mexiko? Nee, Bro. Bro. Ich kann mir allgemein nicht vorstellen, ganz normal arbeiten zu gehen. Weißt du, wie ich meine so? Das ist ja einfach das Ding, warum ich auch früher angefangen habe, mein eigenes Ding zu machen. Ich jetzt nicht der Typ bin, der sich sieht irgendwo mit arbeiten, weil. Jetzt nicht mit Arbeit. Natürlich arbeite ich, aber nicht normal, weil ich habe immer schon ein Autoritätsproblem gehabt, Digga. Und sobald einer mir was sagt, habe ich das Gefühl, dass der von oben herab redet, Digga. Weißt du, wie ich meine? Egal, selbst wenn es nicht so ist, Digga. Ich kann mir nichts sagen lassen. Ich muss mir selber Sachen sagen, so, weißt du? Ist so. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, für jemanden zu arbeiten. Aber, Obacht, ich kann mir vorstellen, hier zu arbeiten mit was physischem, so, weißt du, dass ich jetzt irgendwie zum Beispiel mich zu Hause hinsetze und so Seidenhemden nähe, die ich anhabe und die dann am Beach verkaufe, so, weißt du? Sowas. Oder am Beach rumlaufen und ältere, reiche Männer und Frauen fragen, ob die Bock haben, wie soll ich sagen, von mir gecoacht zu werden, so, weißt du? So. Digga, let's go, Bro. Wenn es nicht mehr läuft, dann mache ich auch sowas. Ich bin ready für alles. Ich würde auch im Beachclub arbeiten für 2, 3 Monate, wenn es sein muss. Klar. Ist geil. Hauptsache, ich muss nicht nach Deutschland zurück. Ja. Lern Spanisch und es wird mega nice mit den Leuten dort. Ja, Bro. Ja, Bro. Ich weiß auch erst, ich schaff's erst, die hübschen Argentinierinnen abzuchecken, wenn ich Spanisch kann, Bro. Ist Fakt. Bro, du musst nicht mal Spanisch lernen. Die Frauen gucken dich an und sind schon feucht, Bruder. Was soll das? Haha. Ich meine, das sagst du jetzt, Digga. Würde ich dir jetzt nicht widersprechen, so. Aber es ist ein anderer Vibe, Bruder. Es ist ein anderer Vibe. Wenn du dann anfängst zu reden und die kann nicht richtig Englisch, du kannst nicht richtig Spanisch, Bruder, dann man unterhält sich, Digga. Man stockt dann irgendwann und dann geht's auch auf den Sack. Es nervt auch. So, man kann nicht sagen, was man ausdrücken will und so. Das ist Kacke. Ich krieg's jetzt langsam in Englisch hin und ich bin jetzt langsam. Gestern war ich mit Mitch unterwegs und dann haben wir uns mit Nate und Jem getroffen. Und dann waren wir am Beach, saßen da, haben einen gebufft und so einfach gequatscht und so, ne? Wegen Sonnenuntergang und dies, das, bla bla bla. Und dann, ich habe gar keinen Bock gehabt, Deutsch zu reden. Nate hat immer mal wieder angefangen, Deutsch zu reden und so. Man hat immer mal wieder zwischendurch Deutsch geredet. Ich rede mittlerweile viel mehr Englisch oder viel lieber Englisch als Deutsch. I love you too, Levo. Veggio, wie das love, Bro. Bro, wie machst du zurzeit dein Pada? Mit Twitch, Bruder. Also lass was da, Digga. Ich kann mir keinen Sub leisten, aber ich kann supporten. Supporten it in, man. Du weißt schon, wie das läuft, Bro. Klick die Videos, Digga. Sei einfach mit dabei, Bruder. Das reicht mich schon. Gab es noch andere Länder zur Auswahl? Nee, Bro. Also ich wollte eigentlich früher immer nach Amerika gehen, so. Ne? Ich wollte immer nach Amerika gehen. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, nein, nein, geh nicht nach Amerika. Ist nicht geil und so. Die mag Amis nicht so. Aber ich wollte mal nach Amerika gehen. Ich wusste, dass ich irgendwann hier weg muss. Von hier rede ich, wenn ich von Deutschland rede. Ich wusste, dass ich irgendwann einfach raus aus diesem Land muss, dass ich da nicht hinpasse. Nicht nur wegen mir und meiner Personality, sondern auch wegen dem Klima und wegen dem Wetter. Hab keinen Bock auf Depressionen im Winter, Bro. Ich hab keinen Bock, wenn mir so kalt ist, dann struggle ich voll, Bro. Dann ist alles, oh. Oli Balboa, faust einmal in den Bildschirm rein, Bro. Ich küsse doch dein Herz. Welcome to the family. Auf jeden Fall habe ich das schon immer gewusst so. Ich wusste nur nicht wann und ich wusste nicht wohin, aber ich habe gesagt, so in den nächsten 3 Jahren muss ich auf jeden Fall hier weg. Es geht nicht. Und dann kam halt dieses spontane Ding mit Mexiko. Ich habe Nate, das hier, Laura war da, boom, 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 boom. Okay, ich gehe nicht mehr zurück, Bro. Es sollte so sein. Ich höre auf Zeichen und lasse mich vom Leben so tragen. Ne? Kann sein, dass ich nächstes Jahr nach Amerika ziehe. Zieh in die Türkei, Bro, nach Istanbul. Ja, Digga, kann ich mir auch vorstellen. Ich mag Istanbul. Ich war da 2 Wochen am Stück, so mit Haus und so dies, das. Ist geil. Leon, Kalifornien.
Du bist gerade auf Pump oder nicht? Nee, Bro. Ich bin gerade richtig fried, Bro. Noch nichts gegessen. Letzten Tage ein bisschen zu viel durchgedreht, Bruder. Ich muss auf jeden Fall jetzt heute trainieren gehen und wieder einen Pump reinholen. Was war deine höchste Anzahl an Zuschauern bei Twitch? Keine Ahnung, Bro. Ich weiß nicht mal, wie viel wir jetzt gerade haben. Ich sehe das nicht. Es ist mir mittlerweile egal, habe ich ja schon gesagt, so mit Views, Follower. Oh ja, Dicker, mein Video hat jetzt 1 Million Klicks, Bro. Ich hole mir jetzt einen drauf runter. Ich hole mir einen drauf runter, wenn mein Sonnesong 50.000 Streams macht, ohne Support aus der Szene, Dicker. Und von irgendeinem Rapper. Weißt du, wie ich meine, so? Darauf hole ich mir einen runter, Bro. Zweimal sogar. Hintereinander, Dicker. Ohne Pause. The issue. Bruder, wart ab, bis du deinen Hit raushaust. 100k at in, man. Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. 100k Song, wäre geil. Bist du enttäuscht von ein paar Künstlern, weil die nicht supporten? Nee, Bro, weil ich auch nichts erwartet habe. 1 Million Streams, 3,5k ungefähr. Ich glaube, ein bisschen mehr, Bro. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.